Morgen. Morgen. Yo, man. Lass den Quatsch. Hey, gib mir mein Scully wieder. Das ist kein Scully, sondern eine Skimütze, die du von deiner Oma zu Weihnachten gekriegt hast. Charlie, bitte, er versucht seinen Look zu finden. Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Da, dass dein Rentier drauf ist. Hör nicht auf ihn, Jake. Es steht dir voll super endgeil. Oh, Mann. Oh, hey, schon gelesen? Deine frühere Freundin ist mit ihrer Tanztruppe hier. Mia ist in der Stadt? Lass mal sehen, gib her, gib her. Wow, brennt da etwa noch die Leidenschaft? Leidenschaft macht dich nicht lächerlich. Freut mich zwar, dass sie ihren Traum verwirklicht hat, aber vorbei ist vorbei. Ich glaube, die hat neulich angerufen. Was? Wann? Was hat sie gesagt? Was hat sie gewollt? Komm schon, spuck's aus! Vorbei ist vorbei, wie man deutlich sieht. Du warst nicht da, sie wollte dich sprechen. Ist doch wohl klar, du Matschbirne. Was hat sie denn noch gesagt? Sie sagte, was gibt's Neues? Ich sagte nicht viel. Sie, wie läuft's in der Schule? Ich, schlecht. Sie sagt, was für ein Jammer? Ich sag ja. Ich bring ihn um, Erin. Ich schwöre dir, ich bring ihn um. Ach ja, sie will, dass wir nächstes Wochenende in ihre Vorstellung kommen. Hier steht aber, sie tanzen dieses Wochenende. Oh, dann hat sie letzte Woche angerufen. Und das sagst du mir erst jetzt? Charlie, Charlie, bleib ruhig. Was hat das Kind denn schon zu tun? Essen, pupsen, mir sagen, wer angerufen hat. Sie sagte, die Karten wären für Freitag. Für welchen Freitag? Keine Ahnung, Freitagskarten eben. Aber Freitag war doch gestern. Hör mal, sagte sie vielleicht Freikarten? Ach, was weiß ich. Der Junge ist ein essender Türstopper. Tu mir einen Gefallen. Bitte schreib sofort auf, wenn jemand anruft. Hab ich. Wo? Im Hausaufgabenheft. Und wo ist dein Hausaufgabenheft? Ach ja, meine Lehrerin wollte mit dir sprechen. Wann? Letzte Woche, glaube ich. Peace, Jungs. Und ich sag dir, es gehört sich nicht, sowas ins Ballett anzuziehen. Warum hackst du auf mir rum, Dad? Hey, Alan. Ab in die Wanden. Ich bin kein Pirat. Und auch kein Streetgangster. Du bist ein Nullchecker, der sich ein Pfadfinderhalstuch um den Kopf gewickelt hat. Schieß nicht auf den Klavierspieler, schieß aufs Klavier. Du kennst Kinder besser als ich. Wie lange soll denn diese Zuhälterphase noch anhalten? Ignoriere ihn. Willst du nicht vielleicht doch mit uns kommen? Will ich nicht. Soll ich Mia einen Gruß von dir ausrichten? Sag ihr, was du willst. Ich treffe mich mit einer Frau in Pavlovs. Wer ist sie? Woher soll ich das wissen? Ich kenne sie noch nicht. Hi, sehe ich gut aus? Perfekt. Hey, das ist unfair. Wer solche Möpse hat, darf auf dem Kopf tragen, was er will.